Steel Nexus fragt PietSmiet: Was war die härteste Bestrafung, die ihr in der Kindheit hattet? Sei es jetzt von den Eltern, den Nachbarn oder auch von der Schule? Meine härteste Bestrafung? Boah, gute Frage. Genauso wie mit Knochenbrüchen war einer von den Schülern, der immer laut war, immer rumgemeckert hat, immer die Fresse aufgemacht hat und trotzdem dafür quasi nie Ärger gekriegt hat, weil ich irgendwie dann doch schleimen konnte bis zum geht nicht mehr, sagen wir mal so. Deswegen gab es das nicht. Keine Ahnung, ich musste halt mal nachsitzen, weil ich dreimal Hausaufgaben vergessen habe oder so. Nie Hausaufgaben machen quasi. Also ging halt voll klar. Ich glaube, das war so die härteste Bestrafung ever. Die härteste Bestrafung, ja, die ich jemals bekommen habe. Ich muss dazu sagen, ich wurde nie geschlagen oder sowas. Deswegen bezieht sich das jetzt wieder typisch Pete auf Spiele. In der 6. Klasse oder so wurden meine Noten ein bisschen schlechter. Deswegen meine Eltern gesagt haben, hör mal auf mit diesen ganzen PlayStation-Spielen. Musste ich also aufhören, PlayStation-Spiele zu spielen, weil meine Noten halt schlechter wurden. Meine Eltern haben allerdings nicht damit gerechnet, dass Peter klug genug ist, einfach dann an den PC zu gehen und da die ganze Zeit zu zocken. Und so bin ich also von Konsolenspieler zum PC-Spieler geworden. Danke, liebe Eltern. Mir fällt auf Anhieb echt keine große Bestrafung ein, muss ich ehrlich sagen. So Standardbestrafung wie von wegen, geh auf dein Zimmer, lass dich nicht mehr heute Abend blicken. Das war's eigentlich so. Also ich habe nicht irgendwie Stumarrest oder sowas bekommen. Meine Eltern waren da doch relativ locker, was alles angeht. Ich war aber, glaube ich, auch immer ein sehr lieber Junge. Obwohl man mir das jetzt vielleicht nicht glauben mag, aber es war ich eigentlich vom Prinzip her, ja? So, ich stehe jetzt hier gerade an der Ampel im Stau und um die Frage mal zu beantworten, die schlimmste Strafe, die ich mal bekommen habe zu Schulzeiten, war, dass ich an einer Streitschlichtung teilnehmen musste. Weil ich für etwas verantwortlich gemacht worden bin, für einen Streit, an dem ich nicht teilgenommen habe. Man hat gesagt, ich wäre der Initiator gewesen, was aber nicht stimmt. Ansonsten von meiner Mom oder so, habe ich nie eine Strafe bekommen. Also meine schlimmste Bestrafung, die habe ich gar nicht wirklich. Also ich kann jetzt nicht wirklich sagen, dass ich irgendwie schlimm bestraft wurde, weil in meiner Kindheit war ich einfach zu lieb, ich war zu nett. Und das Einzige, was ich vielleicht mal gekriegt habe, ist ein Tag Hausarrest oder zwei oder mal einer auf den Finger. Oder auf den Arsch, aber sonst wirklich, so richtig Bestrafung, wo ich sagen würde, ich war voller Gangster. Nee, tut mir leid, Leute, dafür bin ich einfach zu nett. Die härteste Bestrafung ist eine Frage, wo ich wieder ins Schwafeln kommen werde. Ich bin in der Schule relativ häufig dazu verdonnert worden, die Hausordnung abzuschreiben und das war handschriftlich sehr, sehr viel. Ich glaube, einmal habe ich so lange daran gesessen, dass meine Eltern dann einen Brief an meinen Lehrer geschrieben haben, dass ich nach keine Ahnung wie vielen Stunden zwar nicht fertig gewesen wäre, aber dass es doch reichen würde. Ansonsten, ich bin diverse Male halt rausgeschmissen worden aus der Klasse. Einmal haben wir mit draußen Fußball gespielt, das ist dem Lehrer, der dann daneben in der Klasse unterrichtet hat, so auf den Sack gegangen, dass der dann gesagt hat, dass ich mich bei ihm in Unterricht setzen sollte, obwohl ich den überhaupt nicht hatte. Und dadurch habe ich dann meine Geschichtsstunde verpasst. Dadurch habe ich dann wieder einen Brief an die Eltern nach Hause bekommen, weil ich in der Geschichtsstunde nicht da war. Das sind so die härtesten Bestrafungen gewesen. So krasse Sachen wie, dass ich irgendwie so Sozialstunden oder so bekommen habe, was ein Freund damals gehabt hat, habe ich nie gemacht. Ansonsten bin ich halt nur rausgeflogen. Das war so die Schullaufbahn. In der Firma, in meiner Ausbildung wurde mir mal mit einer Abmahnung gedroht. Da habe ich einen Mega-Fehler gemacht. Da war, glaube ich, der zweite Tag oder so. Da musste man ja LKWs durch die Gegend schicken. Und ich habe natürlich, anstatt den nach Mülheim an der Ruhr zu schicken, habe ich den nach Mülheim irgendwo in Süddeutschland geschickt oder so, keine Ahnung. Den Fahrer, und der ist dann da natürlich irgendwo angekommen, hat ewig viele Kosten verursacht, also war mal kurz vor der Abmahnung, und das dürfte so die härteste Bestrafung gewesen sein, die ich so in der Schul- und Arbeitswelt bisher hatte. Ja.
Was anderes fällt mir gerade nicht ein.